Kai, ich möchte in einer Teams-Besprechung Gruppenräume nutzen. Die Frage für mich lautet, wann lege ich die an? Wie lege ich sie vernünftigerweise an? Und wie verwalte ich die? Wie lege ich nachher fest, wer in welchem Gruppenraum ist? Gute Frage, Markus. Das lässt sich mit wenigen Worten nicht erklären. Deswegen zeige ich dir das Ganze. Geh doch mal in deinen Teams-Kalender und dann legen wir eine komplette Besprechung an mit allen deinen Wünschen. Im Teams-Kalender klickst du oben auf Neue Besprechung. Wenn du den Betreff und die Teilnehmer eingetragen hast, natürlich auch die Uhrzeit und das richtige Datum gewählt hast, musst du diese Einladung losschicken, obwohl du noch keine Teamräume erstellt hast, weil Teamräume kann man erst im Nachgang erstellen. Das heißt, du versendest jetzt diese Einladung und öffnest danach diesen Termin nochmal. So, jetzt hat sich das Äußere ein bisschen verändert. Du hast jetzt oben neben dem Titel Projektplanung mehrere Möglichkeiten, Chat, Dateien, Details, Terminplanung, Whiteboard und auch weitere Sachen auszuwählen. Und wenn du jetzt da drauf gehst, gibt es auch Gruppenräume. So, wenn du Gruppenräume brauchst, sagst du unten Gruppenräume erstellen. Kannst jetzt die Anzahl auswählen, zwei oder eben mehrere, je nachdem, wie viel du eben brauchst, und sagst Räume hinzufügen. So, jetzt wurden zwei Räume erstellt. Jetzt kannst du diesen Räumen vernünftige Namen geben, vielleicht für eine einzelne Projektgruppe, indem du auf die drei Punkte gehst und sagst bearbeiten. Soweit, so gut. Jetzt solltest du überprüfen, wer in diesen Räumen etwas machen darf. Du gehst nochmal auf die drei Punkte und diesmal wünschst du dir Einstellungen. Nachdem die Webseite aufgegangen ist, kannst du hier einstellen, wer in diesem Gruppenraum etwas präsentieren kann. Da steht momentan auf jeder. Das ist auch gut so. Ob die Mikrofone an sind, ob die Kamera zugelassen sind und so weiter. Das heißt, jetzt kann man in diesen Gruppenräumen vernünftig arbeiten. Jeder kann dort was machen. Wenn ich jetzt festlegen möchte, dass nur einzelne Personen in einem Gruppenraum präsentieren können, gehst du nochmal auf Wer kann präsentieren, nebendran auf jeder, auf das kleine Auswahlfeld und kannst festlegen, wer denn machen darf, nur ich, bestimmte Personen und so weiter und so fort, damit genau in einem Gruppenraum der sprechen kann und zeigen kann, der notwendig ist. Man speichert dann die Einstellung und fertig ist das Ganze. Wenn du dann in dem Meeting bist, kannst du entweder spontan die Teilnehmer in die Räume zuweisen oder jetzt schon. Das heißt, du gehst oben auf die Schaltfläche Teilnehmer zuweisen und kannst es entweder jetzt automatisch zuweisen lassen, wenn es egal ist, wer in welchem Raum ist, oder du wünschst das Ganze über manuell und kannst jetzt genau festlegen, wer in welchen Raum reinkommt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mich auswählst, kannst du nebendran auf nicht zugeordnet gehen und kannst sagen, wo ich reinkomme. Und dasselbe gilt dann natürlich für die Beate und für den Dominik. Und schon hast du die Räume so zugewiesen, wie du es haben möchtest, wünschst dir unten noch zuweisen. Und wenn später der Termin startet und die Gruppenräume geöffnet werden, sind sie mit den jeweiligen Teilnehmern schon bestückt. Habe ich im Nachhinein eine Chance, diese Zuweisung zu ändern? Du kannst das innerhalb des Meetings dann machen in den Gruppenräumen oder hier an der Stelle nochmal, gehst oben nochmal auf Teilnehmer zuweisen und kannst jetzt hier einfach die Person in die Räume bewegen, in die die Personen sollen. Kann das auch jemand von den Teilnehmern machen, dass er sagt, ich möchte doch in eine andere Gruppe gehen? Nein, das ist die Aufgabe des Organisators. Da wird sich in Zukunft noch mal etwas ändern. Es wird Co-Organisatoren geben, aber noch ist momentan nur der Organisator des Meetings dafür verantwortlich.